Sie sind ihm von Anfang an ein Greuel. Die in Deutschland aufmarschierenden Nazi-Horden stehen für alles, was Klaus Mann, der liberale Weltbürger, verachtet. Hitlers Machtantritt verfolgt der 26-Jährige mit Entsetzen, wie sein Bruder Golo erzählt. Er hat ihn für eine große Gefahr gehalten und er hat ihn verabscheut. Klaus zögert nicht lange. Bereits am 13. März 1933 verlässt er seine Heimat. Der älteste Sohn des Nobelpreisträgers Thomas Mann galt bisher als enfant terrible. Ein selbstverliebter Windbeutel, den kaum jemand ernst genommen hat. Jetzt aber stürzt er sich mit großer Entschlossenheit in den Kampf gegen den Faschismus. Was ihn zu einem politisch sehr stark engagierten Menschen machte, war ohne Zweifel die abscheuliche Wirklichkeit des Dritten Reiches. Das war eine Krise für ihn, in der er sein wahres Metall zeigte und in der er sich bewährt hat. Über Paris emigriert Klaus Mann nach Amsterdam, wo er für den Querido Verlag arbeitet. Er gibt die Exilzeitschrift Die Sammlung heraus, in der er versucht, prominente Nazi-Gegner aus allen Lagern zu versammeln, von Hemingway über Brecht bis hin zu Trotzki. Der Verleger Fritz Langhoff erinnert sich an die fruchtbare Zusammenarbeit. Klaus Mann war ein ausgezeichneter Redakteur und ein ungeheuer gewissenhafter und fleißiger. Er schrieb jeden Brief selbst. Er hat Korrespondenz mit sicherlich mehr als 200 Autoren gehabt. Klaus, der unter Depressionen und Drogenproblemen leidet, scheint in diesem Kampf einen gewissen Halt gefunden zu haben. In den nächsten Jahren ist er unermüdlich unterwegs, besucht Kongresse und Kundgebungen, hält Vorträge, schreibt Artikel. Außerdem versucht er, die Nazis und ihre Mitläufer in Romanen wie Mephisto bloßzustellen. Was mich betrifft, so gab ich mir redlich Mühe, den Herren des Dritten Reiches auf die Nerven zu gehen. Im September 1938 wandert der 31-Jährige in die USA aus. Er schreibt jetzt meist auf Englisch, sogar seine Autobiografie Der Wendepunkt. Natürlich geht es ihm im Exil deutlich besser als den meisten anderen, wie der Schriftsteller Richard Plant anmerkt. Er war ja ein Luxusemigrant, der Sohn von Thomas Mann, mit Geld im eleganten Hotel. Und doch ist es ihm sehr ernst mit seinem antifaschistischen Einsatz. Klaus Mann wird sogar Soldat der US-Army. Of course, we German refugees. Natürlich waren wir deutschen Flüchtlinge die ersten Opfer und unerbittlichsten Feinde des Nationalsozialismus. Begierig darauf, unseren kleinen Beitrag zu leisten zum Kampf gegen die braune Pest. Er ist in Nordafrika und Italien stationiert, wo er für die Army-Zeitschrift Stars and Stripes arbeitet. Als der Krieg vorbei ist, reist der Schriftsteller im Mai 1945 durch das besiegte Deutschland und ist entsetzt über das Ausmaß der Verdrängung und Verleugnung, das ihm begegnet. Die schreckliche Wahrheit ist, dass die Deutschen ihren Führer verehrten. Tatsächlich glauben viele auch heute noch an ihn und wären nur zu glücklich, wenn sie ihn wiederhaben könnten. Klaus Mann fühlt sich wie ein Fremder in der alten Heimat. You can't go home again. Dennoch hofft er, seine Autobiografie in Deutschland veröffentlichen zu können, ebenso wie den Roman Mephisto. Doch die Verlage reagieren verhalten. Zumal die Hauptfigur des Mephisto deutlich an Gustav Gründgens erinnert, der nach seiner Karriere im Dritten Reich längst wieder ein Star ist. Auf eine Absage seines Verlegers im Mai 1949 antwortet Klaus Mann ungewöhnlich heftig. Nur nichts riskieren. Immer mit der Macht, mit dem Strom geschwommen. Man weiß ja, wohin es führt. Zu eben jenen Konzentrationslagern, von denen man nachher nichts gewusst haben will. Wenige Tage später nimmt er sich in einem Pensionszimmer in Cannes das Leben.